Und hallo und damit heiße ich euch herzlich willkommen bei einer neuen Runde. Cool, aber Tata, ja genau, wir sind jetzt auf Fahrt. Tja, alles gut. Wir haben ja letztens Zebras fotografiert. Und, oh. Was haben wir? Research heard of Thompson's dazu. Hallo Jolex, schön dich zu treffen. Okay, wir müssen eine Horde kazellen. Fotografieren. Thompsons Gazellen. Kenn ich nicht. Auf der Dunkelstadt. Für ihre Nachforschungen. Okay, wir machen das jetzt einfach. Okay. Yes. Mission accepted. So. Jetzt machen wir jetzt diese Mission. Ja, gut. Okay, Ladezeiten sind so lang. Warum ich mich jetzt gerade gestreckt habe? Ich meine, es ist morgen. Ja, Mario, let's. We need a photo of a Thompson's Gazelle this time, right? Right. Let's head for the umbrella. The Gazelle hurts auf den Gazelle. Go ahead. Hab eben. Okay, er führt uns dorthin, wo es angeblich der Zeit ist. Okay. Ich hätte gesagt, wir können jederzeit stoppen, wenn wir das wollen. Aber jetzt wird er uns wirklich dort. It's a great chance for some folks. But humans can be dangerous. Be careful when people choose. Thank you.
use my phone. Umbrella Team. Bildschirm. Oh. Ich hab's gestern ein Foto, wie man ein Foto doch und das falsch. Wir fahren jetzt mal zu Basecamp. Und schicken die kurz rein. Yes. Alles hier. Dann ist es so. Ich mache schon mal hier. Safari war gut, danke. So, gehen zum Laptop. Schicken den Typen die Fotos ab. So. So. Replay. Yes. Welche Fotos sind denn? Und? Clear. Foto machen von
ein. Ja. Ah, okay. Das ist der. Also, ja, wir müssen ein Foto von der Giraffe machen. Und das ist dabei so, dass wenn sie trinken, spreizen die ja ihre Beine auf. Also sehr breit. Also sie spreizen die Beine breit und dann trinken die. Weil sie können ja schlecht mit ihrem ganz langen Hals da runterkommen. Deswegen müssen wir so einfach es sich einfacher machen, indem sie die vorderen Beine spreizen und dann ihren Kopf nehmen. Und davon müssen wir jetzt ein Foto machen. Schaffen das. Es ist ja so, dass die nur kann auch sein, dass wir auch Videos machen will. Sobald ich einen Trainer bekomme. Okay, das ist der. Ich muss nur noch drauf achten, dass ich aus dem Wasser trinke. Geht ja. Und? Komm mal raus. Schnitt.
wollen wahrscheinlich nicht. Ich habe ja auch gesagt, von... Achso, von dort hin meine ich das. Und das Besondere. Ja! Er lenkt sich... Oh, okay. Schade. Ich hab gedacht, er senkt den Kopf und dann... geht er raus. Ah, aber wir sind es darauf abgekriegt. Ah! Nein! Ich hätte das schon drauf. Seht ihr? Seht ihr? Was auch. Ah. Was? Wenn du das schon... Ach, schade. Ich glaube, damit hat sie mir gefallen. Bevor das nicht... Der weiß, der ist offen, oder? Guck mal. Aber ihr habt es gesehen, ja? Der hat die Beine nach vorne, also nach rechts und nach links greifen und dann ist er mit dem Kopf nach unten. Und der ist halt einfach was geht denn noch mal? Wir haben ihn gestört. Ich war böse von uns, deswegen gestört. Nee. Und scheinbar können wir nicht. Können wir doch nicht dazu zwingen. Wir wurden gerade Zeuge da. Davon, dass... Ja, so auf dem Dach. Machen wir das mal. Ja, okay. Nee, ich denke, mehr bekommen wir auch nicht. Ist das nicht so gefahren? Ist weggefahren? Auch nicht. Ich weiß nicht. Wir wollen die Tiere ja nicht töten. So. Was war das? So. Yes. Ja, meine Gänse zu betrachten, das ist das Kunst an einem Dummen. Ah, nein! Okay, er rennt weg. Schade. Aber wenigstens haben wir davon nichts gesehen. Das war's. Fand ich schon ein guter. Das war ein guter Tag für heute. Wisst ihr heute? Das recht liegt ja noch. Dann noch ein paar Milchboten. Ja. Das wird nicht mehr aufpassen. Oder? Das ist das. Das war's. Ah, so ist es.
weiter so mit der guten Arbeit. So, wir senden jetzt den Nun, das war's mit diesem Part von Hakuna Matata. Wir gehen jetzt ins Bett. Und ich wünsche auch euch noch einen schönen Tag. Und euch aus.